Hallo und willkommen bei Motorkrank. Wir restaurieren immer noch den kleinen Daihatsu Core und heute geht es den verblassten Plastikteilen an den Kragen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Plastikteile von hässlich zu neuwertig bekommt, dann bleibt dran. Ja, und wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir bitte ein Like. Ansonsten abonniert auch gerne den Kanal, dann kriegt ihr auch mit, wie ich dieses kleine Auto wieder zusammenbaue. Das nächste Projekt steht ebenfalls schon neben der Garage, ist auch ein sehr interessantes Projekt. Es lohnt sich also in jedem Fall. Falls ihr noch andere Möglichkeiten habt, wie man so eine alte Stoßstange bzw. die verwitterten Plastikteile an den Fahrzeugen wiederherstellen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt geht's aber los. Ja, fast das Unschönste an diesem kleinen Auto sind die ausgeblichenen Stoßfänger. Die sehen schon echt mitgenommen aus. Die sind jetzt nicht dreckig oder irgendetwas. Das habe ich schon gereinigt. Die sind einfach an der Oberfläche komplett ausgeblichen. Und ja, das ist, wenn dann mal so ein dunkleres Grau, wenn überhaupt. Das war ursprünglich mal schwarz. Ja, genauso auch hier. Das ist der Grill. Er ist komplett ausgegraut, das sieht komplett stumpf aus, ist wirklich nicht ansehnlich, so muss das nicht sein. Letzten Endes sehen so einfach alle alten Autos aus, die Stoßstangen haben, die ungeschützt der Witterung ausgeliefert sind. Ja, aber sie können auch so aussehen. Das habe ich schon mal vorbereitet und einfach mal getestet, wie gut das funktioniert. Ihr seht den Unterschied hier sehr klar, es ist wirklich extrem. Und wie habe ich das gemacht? Zuallererst wollte ich sicher gehen, dass das keine Verunreinigungen sind, die die Farbe so verändert haben, also Rückstände von Polituren oder ganz normale Verunreinigungen, die eben ja, mit dem Alter des Fahrzeugs einhergehen und sich dann eventuell sammeln auf dem Plastik, immer wieder eintrocknen und dann diese Verfärbungen ergeben. Da bin ich als allererstes hin und habe Silikonentferner genommen, drüber gewischt. Überhaupt keine Reaktion. Das Material hat sich Gott sei Dank auch nicht verändert. Immer schön an einer nicht sichtbaren Stelle bitte ausprobieren, egal was ihr macht. Falls doch, dass die Oberfläche angelöst wird, dass da nichts kaputt geht und ihr dann mitten auf der schönen Stoßstange dann eine Beschädigung habt. Als zweites härteres Mittel habe ich dann Aceton genommen. Ebenfalls keine Wirkung. Und um dann nochmal ganz sicher zu gehen, habe ich sogar Reinigungsverdünner genommen. Das ergab dann ebenfalls keine Wirkung. Ich bin dann nochmal in den Keller gegangen und habe mir einen Reiniger genommen für Kunststoffgartenmöbel. Das ist letzten Endes nichts anderes als eine Scheuermilch, nur etwas teurer und eben für Gartenmöbel. Was da der Unterschied ist zu dem, was wir normalerweise aus der Küche kennen und unsere Mütter schon verwendet haben, keine Ahnung. Es hat jedenfalls auch überhaupt keinen Effekt gehabt. Da wurde ein bisschen an der Oberfläche aufgeraut. Die Oberfläche wurde dann total weiß und musste richtig gut gereinigt werden, weil diese weiße Scheuermilch eben sich auch schön in die Poren des Materials dann reinsetzt. Aber nichtsdestotrotz ist eine gründliche Reinigung der Oberfläche trotzdem das A und O für die folgende Behandlung. Am besten nehmt ihr dafür ein Mikrofasertuch, denn genau wie bei der Scheuermilch würde sich zum Beispiel Küchenpapier oder jedes andere zellstoffmäßige auflösen, ebenfalls in die Poren setzen und ihr müsst umso mehr dran rum scheuern bzw. wieder reinigen, bis ihr das wieder rauskriegt. Also Mikrofasertuch, Allzweckwaffe funktioniert immer. Ja, und zum Reinigen am besten irgendetwas nehmen, das die Oberfläche auf keinen Fall angreift und einfach nur das runternimmt, was oben drauf ist, alle Fette wegnimmt, Teerrückstände wegnimmt und so weiter. Ich habe da mit dem Silikonentferner ganz gute Ergebnisse gehabt, denn da passiert wirklich mit der eigentlichen Oberfläche gar nichts. Das ist nicht lösemittelhaltig und deswegen nehmt ihr wirklich nur den Schmutz oder das Fett runter, was da noch eventuell drauf ist. Ja, und was ist das Reinigungsmittel? Es ist kein Reinigungsmittel, es ist nun mal einfach der gute alte Heißluftföhn. Sollte relativ warm werden, das Ding. Normaler Haushaltsföhn, glaube ich, tut es nicht. Das kommt wahrscheinlich dann auf die Kunststoffart drauf an. Sehr weiche Kunststoffe würden vielleicht dann auch mit einem Haushaltsföhn einen Effekt zeigen. Aber so ein Gerät zu haben, das dann auch relativ heiß wird, gerade mal gucken. Ich glaube 560 Grad steht hier irgendwo drauf, ist die Maximaltemperatur. Das braucht man dann schon, um irgendwie zügig auch voranzukommen.
Ja, aber warum funktioniert das eigentlich mit der Hitze, dass es wieder so schön wird? Das Material hier hat einfach mit den Jahren durch die Verwitterung Poren bekommen und es ist so spröde bzw. offen geworden, dass sich hier das Licht einfach anders bricht. Und das können wir damit beheben, indem wir die Oberfläche nur leicht anschmelzen, das heißt diese Poren wieder schließen. Das Material wird dann letzten Endes wieder glatt und dann wird das Licht auch wieder so gebrochen, dass es richtig schön schwarz ist. Wenn wir hier einen Reiniger bzw. eine Pflege drüber machen, dann sieht es nämlich auch kurzzeitig so aus. Es verflüchtigt sich dann aber bzw. wird abgewaschen und ist dann nicht mehr da. Das hier bleibt wirklich über längere Zeit so, wie es jetzt hier ist, bis es wieder verwittert. Damit es nicht wieder verwittert, muss es auf jeden Fall dann danach nochmal versiegelt werden. Diese Pflege, von denen ich gerade gesprochen habe, Kunststoffpflege, Kunststoffschwärzer, wie auch immer, einfach danach auftragen, damit wir die Oberfläche vor UV-Strahlung schützen. Jetzt zeige ich euch, wie es geht. Okay, und jetzt noch ein paar Worte zur Sicherheit. Wenn ihr so einen Heißluftföhn habt, dann wird der wirklich verdammt heiß. Auf keinen Fall hier vorne dran fassen, irgendwie drankommen oder beim Weglegen diesen Heißluftföhn irgendwo mit der Spitze dranlegen. Das wird auf jeden Fall schmelzen und unschön enden. Als zweites, wenn ihr den Heißluftföhn anmacht, dann ist der erstmal relativ kalt. Auch wenn ihr hier volle Stufe einstellt, dann wird da erstmal nicht sehr viel kommen. Das dauert 10-15 Sekunden. Dann kommt die volle Hitze. Also nicht gleich am Anfang super nah dran gehen ans Material und denken, da passiert ja nichts, da passiert ja nichts. Ich wette mit euch, wenn ihr bis 10 gezählt habt und dieses Ding wirklich seine 560 Grad erreicht hat, dann schmelzt ihr die Oberfläche und es entstehen kleine Bläschen. Also am besten ist es, dieses Gerät einfach anzumachen, ein paar Sekunden zu warten, dass es sich aufgeheizt hat, oder wenn man das dann schon weiß und mit einberechnen kann, kann man erstmal über die Oberfläche gehen, gucken, wann es anfängt zu wirken und dann relativ schnell auch den Abstand regulieren, dass wir nicht die Oberfläche verbrennen. Verbrennen wir die Oberfläche, dann wird hier diese leichte raue Konsistenz bzw. diese raue Oberfläche, die wir haben, genoppt, genarbt, wie auch immer man dazu sagen möchte, so glatt, dass es dann richtig spiegelglänzend wird. So, ich werfe dann mal das Gerät an und dann könnt ihr mitverfolgen, wie ich hier in relativ schnellen Bewegungen die Oberfläche dann behandle. Schnelle Bewegungen deswegen, wenn man zu lange an einer Stelle bleibt, dann erhitzt man dort die Oberfläche zu stark und es kann zu Verbrennungen kommen. Ich habe damit einfach die besten Erfahrungen gemacht. Wenn ich hier relativ schnell drüber gehe, aber eben öfter, dann kann ich auf einem größeren Bereich eben diese Hitze gleichmäßiger und sanfter einbringen, als würde ich an einer Stelle stehen bleiben und warten, bis es schwarz ist, zur nächsten Stelle gehen und warten, bis es schwarz ist. Das bringt nichts. Das heißt, wenn man drüber geht, relativ zügig. Hat man jetzt hier so Kanten, dann kann man diese Kante auch in einem Zug letzten Endes so durchgehen. Man muss da nur darauf achten, dass man einfach den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit erwischt. Hat man einen zu großen Abstand, passiert da nichts, sondern wird man hier 10-mal hin und her gehen. Hat man einen ungleichmäßigen Abstand, dann wird es hier dunkler, da wieder heller, da wieder dunkler, da wieder heller. Also Abstand immer gleich halten und dann kann man über die Geschwindigkeit regulieren, wie sehr bzw. wie viel Wärme wir hier einbringen und wie schnell es dann auch dann wieder schwärzt. So, jetzt aber genug gelabert. Jetzt zeige ich euch, wie ich das hier mache und ihr werdet sehen, es ist echt verblüffend und ich freue mich schon, wie schön diese Stoßstangen werden.
So, das ist das Ergebnis. Sieht dort ziemlich cool aus. Schön schwarz, überall. Hier sind so ein paar Parkrempler dran gewesen. Man sieht sie noch, ja, aber nicht mehr so stark wie vorher. Jetzt geht's an den Grill. Den Grill habe ich heute Mittag auch schon mal hier in dem Bereich und hier die untere Strebe behandelt. Und das ist wirklich perfekt geworden. Und ich glaube, den größten Unterschied wird man hier an dem Grill dann jetzt gleich erkennen. Denn der ist wirklich fast hellgrau, wie man hier schon überall sieht. Nochmal von Weitem. Ja, ich glaube, da werden wir gleich einen Riesenunterschied sehen. Ich gehe nochmal nah ran mit der Kamera, dann seht ihr auch den Effekt, wie sich das dann auch verfärbt mit der Hitze. Die Stoßstangen waren sowieso runter hier vom kleinen Core. Wenn ihr am Fahrzeug arbeitet, aber auf jeden Fall gerade hinten auch darauf achten, da sind dann meistens die Rücklichter in der Nähe dieser Stoßstange, da auf keinen Fall mit zu viel Hitze dran kommen, denn die würden dann ebenfalls ja, anfangen zu schmelzen, sich verformen. Ja, und wie eingangs schon gesagt, bevor ihr so eine Stoßstange dann behandelt mit der Heißluft, auf jeden Fall gründlich reinigen. Okay, soweit sind wir jetzt fertig. Ich muss dazu sagen, es gibt hier in der Heckstoßstange im Vergleich zur Frontstoßstange diese leichte Fleckenbildung. Hier ist jetzt natürlich auch extrem gutes Licht. Am Fahrzeug im natürlichen Licht, glaube ich, sieht man die nicht. Ja, sobald ich sie aufstelle, ist es auch nicht mehr wirklich sichtbar. Nur wirklich so. Da sieht man ein bisschen was an Fleckenbildung. Wie gesagt, keine Ahnung, an der Frontstoßstange ist es nicht. An der Heckstoßstange kommt es vor. Vielleicht liegt es einfach am Material. Vielleicht sind sie auch schon im Material drin, diese Verfärbungen. Ich werde jetzt trotzdem mal die vordere Stoßstange und den Grill montieren. Zumindest einfach mal draufstecken, um zu gucken, wie das wirkt. Und das Ergebnis ist doch schon echt sehr geil. Jetzt haben wir wieder einen richtig tollen Kontrast zwischen den schwarzen Stoßstangen und den, nicht vorhandenen Kotflügeln und Haube. Aber wir sehen schon auch gerade zu den Scheinwerfern, das sieht wieder richtig lecker aus. Ja, ist schon klasse geworden. Was meint ihr? Ich glaube, mit der Methode kommt man echt weit. Es geht relativ schnell. Es kostet letzten Endes gar nichts, außer eben, das Geld für diesen Heißluftföhn. Den sollte man aber auch zu Hause rumliegen haben, wenn man öfters mal schraubt und irgendwas tut hier am Auto. Da ist der bei einigen Dingen ganz schön hilfreich. Ja, wie gesagt, falls ihr auch noch irgendwelche Ideen habt bzw. bewährte Methoden kennt, wie man die Stoßstangen wieder so schön neuwertig schwarz bekommt, dann schreibt sie in die Kommentare, interessiert mich wirklich. Ich habe im Vorfeld schon einiges gelesen, da gibt es auch von verschiedenen Marken empfohlene Produkte. Ich hatte aber in der Vergangenheit schon öfters mal Dinge ausprobiert, irgendwann haben sie sich wieder abgewaschen oder es gab hässliche Flecken, dann einfach, wenn das Wasser runtergelaufen ist, dieses Mittel mit weggewaschen hat, dann gab es diese berühmten Nasen bzw. Striemen dann da drin. Es sah wirklich dann nicht mehr gut aus. An dem Tag, wo man es macht, perfekt, ja, ein paar Fotos schießen, super. Aber dann in der Langzeitwirkung haben die Mittelchen, beziehungsweise die, die ich genutzt habe, immer versagt. Vielleicht gibt es da mittlerweile bessere Mittelchen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe im Vorfeld was gelesen, da soll es was geben. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da was kennt. Ja, wie immer am Schluss des Videos, falls es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Ansonsten abonniert den Kanal, dann kriegt ihr auch weitere solche Videos, Hype-Tutorials und den Bild von diesem Fahrzeug und dem nächsten, das auch schon draußen steht und wartet, dass es, ich glaube, erstmal komplett zerlegt wird. Und dann haben wir ziemlich viel dran zu tun, aber es wird gut.
Ja, viel mehr bleibt mir jetzt auch nicht zu sagen. Ich habe, glaube ich, auch genug gelabert in diesem Video. Und ich würde sagen, bleib mutterkrank. Wir sehen uns.